gestern in dem Amalfi-Film schon merkwürdig, dass bis vor kurzem der Paternalismus noch so weit ging, eine Ehe schuldhaft scheiden zu können, um damit einer Mutter jegliches Zugangsrecht zum Kind zu verwehren. Im alten Rom hatte der Pater Familias ja sogar in adligen Familien das Recht über Leben und Tod, oder zumindest konnte er die Söhne nach ein- oder zweimaliger Verwarnung in die Sklaverei verkaufen, wenn sie nicht spurten. Und was er mit den Frauen anstellen konnte, kann ich mir vorstellen.